Hallo und willkommen zur Skyrim Mod Series Episode 73. Und dieses Mal, wie ich vorhin schon angekündigt habe, geht es um die Mods, die ich installiert habe. Ich schaue oder zeige euch alle Mods, oder ich zeige es euch nicht, ich liste sie euch auf. Alle Mods, die ich momentan verwende für meinen Skyrim, um es so genial aussehen zu lassen. Dafür habe ich euch einen PDF-File erstellt. Eine PDF-Datei, meine ich natürlich. Und da drin aufgelistet sind alle Mods mit Modname, Autorenname, kategorisiert mit einem Link, den ihr einfach anklicken könnt. Mit eurem, ja, was wahrscheinlich benutzt ihr Adobe PDF Reader, nehme ich mal an. Und wenn ihr dann Link anklickt, dann müsst ihr auf Zulassen klicken und dann sollte für jeden anderen Link, den ihr anklickt, sollten die Links erlaubt sein, das heißt, ihr könnt da wild durchklicken, könnt euch alles anschauen, was ich so habe. Am Ende der Datei findet ihr nochmal eine skyrimprefs.ini. Das ist die Datei, die dann noch die Einstellungen optimiert oder ändert für eben Dinge wie Schatten und ähnliches. In diesem Video, wie ich schon sagte, ich werde euch nicht hier 20 Rüstungsmods zeigen. Ich will eher auf einige spezielle Dinge eingehen. Und den Rest könnt ihr euch, wie gesagt, in der PDF-Datei alles anschauen. Das wäre einfach unnötig, das hier alles reinzupacken und dann eine Stunde Video zu machen. Sehr wichtig, Texture Pack Combiner. Das ist eine Mod, die, oder es ist keine Mod, es ist ein Tool, das verschiedene Texturenpacks nimmt und die alle zusammenschweißt, so damit das Ganze eben das beste Resultat aus allen bildet. Ohne damit ihr Dinge ersetzt aus anderen Packs, von denen ihr nicht wisst, ob das eine oder das andere besser aussieht. Ist natürlich eine subjektive Meinung, aber ihr habt hier eben ganz viele optionale Dateien, die ihr benutzen könnt. Und damit, wenn ihr euch das Tool eben anschafft, dann werdet ihr euren PC erstmal frecken. Wenn ihr eben keinen so tollen Rechner habt wie ich. Ne, aber mein Rechner ist schon wirklich recht High-End. Ihr könnt auf meinem Kanal könnt ihr in der Beschreibung lesen, was ich für einen Rechner habe. Und ihr braucht wirklich ungefähr so einen Rechner, um das alles zum Laufen zu bekommen. Ich spiele hier in 1920x1080 oder eigentlich ich recorde. Und selbst beim Recorden habe ich noch 26 FPS mit all den Mods. Wenn ich spiele, habe ich so 40 FPS. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal hängt's. Und also ihr braucht wirklich einen sehr guten Computer. Allein die Hauptmods für den Texture Pack Combiner sind die drei großen Texturen Packs, die gerade so verfügbar sind für Skyrim, brauchen schon 3,6 GB nur Texturen Mods, die dann eben extra geladen werden müssen. Wenn ihr noch die ganzen optionalen Dateien dazu macht, dann seid ihr eben halt mal gleich über den 4 GB und an die 5 GB. Und dann ist es schon recht heftig. Hier könnt ihr sehen, ich schalte das mein ENB gerade mal hier aus und an. Und dann seht ihr den Unterschied, der allein durch das ENB verursacht wird. Und der Unterschied ist gigantisch. Hier benutze ich Vibrant ENB. Was mir derzeit am besten gefällt. Und bei diesem Vibrant ENB gibt es natürlich auch verschiedene Optionen und bla 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 bla. Wenn ihr die Datei runterladet, Vibrant ENB, dann gibt es in dem Ordner eine No Shaders und eine Shaders Version, die eben nochmal neue geile Effekte hinzufügt, wie zum Beispiel so eine Lichtreflexion bei manchen, wenn ihr manchmal in reflektierende Objekte reinschaut oder in helle Lichtquellen, dann habt ihr so einen Lichtstreifen über ein Bild, was ziemlich genial aussieht. Und hier kann man es schwach sehen, wenn ich über dieses Glühwürmchen drüber schaue, so gesagt. Sieht saugeil aus, also ich benutze hier die Shaders-Version. Und dann gibt es nochmal, ich glaube, 4 verschiedene Performance-Versionen, also 4 verschiedene Versionen der Shaders oder No-Shaders-Version. Und davon benutze ich die beste, die High-Quality. Gibt es dann noch Quality, Performance und Best-Performance oder so. Also wirklich an die Grenze. Außerdem, was noch wichtig ist, zum Beispiel wäre
dass ihr die Skyrim-Prefs.ini von euch bearbeitet. Wie gesagt, ich habe in dem PDF-File habe ich am Ende meine Einstellungen hinzugefügt und da habe ich die Schatten stark optimiert. Die sind jetzt sehr viel schärfer, sehr hoch aufgelöst und glücklicherweise habe ich es hinbekommen, dass es nicht irgendwie verpixelt oder verschwommen oder was weiß ich wie aussieht. Das hat mich aber auch ein paar Stunden gekostet. Weil es doch alles schon, also ja, muss man mit rumspielen mit den Schatten, bei mir hat es zum Glück geklappt. Auf jeden Fall, die Skyrimprefs.ini bearbeitet oder sorgt dann auch noch dafür, dass ihr wesentlich mehr Bäume sehen könnt hier, wesentlich mehr Sachen sehen könnt, die Schatten, wie gesagt, stark bearbeitet oder eben verbessert. Ich meine, da muss man ein paar Werte umschreiben, theoretisch, aber bis man am Ende ist, hat es halt dann schon... Ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, das sind die drei Hauptparts. Vibrant ENV, Texture Pack Combiner, das Zeugs. Und die Skyrim Prefs dort ENV bearbeiten. Das sind die Hauptparts und alles andere ist dieses optionale Zeug wie Texturen für Rüstung oder eben neue Rüstung, neue Waffen und was weiß ich noch alles. Eben dieser ganze Kram, jetzt das Interface zum Beispiel, Sky UI oder diese Uhr im Ladebildschirm, all dieser Kram könnt ihr euch durchklicken, könnt ihr euch alles anschauen und ansonsten hoffe ich, dass euch das geholfen hat und dass es euch gefallen hat. Wenn, dann klickt doch bitte den Like-Button vom Video. Außerdem könnt ihr natürlich einen Kommentar hinterlassen und den Channel abonnieren und ich sehe euch das nächste Mal. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.